Ja, schönen guten Tag. Hier kommen wir jetzt rein. Zusammen mit Herrn Düs. Ich komme reingedüst. Hallo. So, wie geht es wohl an diesem wunderbaren Morgen-Chat? Guten Morgen, Annika. Wir sind gerade an deiner Tür vorbeigefahren. Hast du den Motor aufheulen hören von meinem 8-Zylinder-Umweltverschmutzermobil? Mir extra nochmal aufgedreht und haben so gemacht. Aufwachen! Genau so ist es passiert. Wir haben eigentlich nur drüber geredet und uns war beiden das zu unangenehm. Und deswegen haben wir es nicht gemacht. Ich bin wieder hier. Da ist jetzt noch ein Screen. Genau wie... Oh, warte. Wir dürfen ja die Immersion nicht brechen. Wir haben schon genug gebrochen. Oh Gott, ey. Nicht, dass sie noch denken, das wäre ein Set und das wäre nicht also bei mir zu Hause. Es wurde schon genug gebrochen. Ah, stimmt, ja, Timo hat einen Kühlschrank gebrochen, Alter. Der hat wirklich... Wo sind die Scherben jetzt? Hi, hallo, kann man mich hören? Ich wollte mich gerade abhören, aber ich habe... Ja, man kann nicht hören. Kein Monitoring. ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe die Mystery-Boxen rausgeholt und habe halt nicht nur die Mystery-Boxen rausgeholt, sondern vielleicht so einen halben Kühlschrankboden. Ich wusste nicht, dass das Glas ist. Ich habe in Plastik. Ich habe auch gedacht, das wäre so Plastik, aber es ist, war so Thermo... Also, Glas oder wir kamen hier an und Timo stand in einem Riesensee aus Scherben gerade. Ich war froh, dass ich gerade Schuhe anhatte. Ja, aber das ist wirklich komplett zerplatzt und einmal hier über den ganzen Boden. Ich schau mal kurz, man findet doch bestimmt hier noch so Reliquien von Timos Missetat. Achso, Missetat sagt man auch im Harry Potter Universum, aber das ist kein klares Statement und ich möchte mich auch nicht positionieren. Hufflepuff. Aber Hufflepuff, ja. So, warte. Oh ja, hier ist noch was zum Beispiel. Ach, verdammt. Hier ist das Gold. Habe mich auch direkt dran geschnitten. Ich kann das auch nochmal aus dem Mülleimer holen, wenn du möchtest. Bitte? Ich kann das auch nochmal aus dem Mülleimer holen. Also ist hier im Mülleimer? Nee, ist drüben. Im Plastikmülleimer? Nein, im Glasmülleimer. Ich tue es immer hier rein, wo ein Backpapier drin liegt. Wir können mal, das mit Müll. Das ist zweimal die gleiche Nachricht. Da steht, hoffentlich kein Hundi verletzt und oje, hoffe Timo hat sich nicht verletzt. Okay, ja gut, ja. Kurze Frage. Aua! Freddy, bin gekündigt. Dann hast du ab jetzt gewonnen. Bitte? Wenn ich bewerte, hast du ab jetzt gewonnen. Timo hat dafür aber ein paar... Warte. So, natürlich. Timo hat aber natürlich das war, hier ein bisschen coole Kameraperspektiven gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Close-Up. Wow, wow, das war so major unsatisfying, aber ey, jede Woche ein bisschen mehr, das ist das Ziel, Leute, jede Woche ein bisschen mehr, ach guck mal, das war schon die andere, man denkt einfach nur, man boah, das ist voll der gute Effekt. Ja, heute ist Freitag der dritte auch, das ist der Pechtag. So, okay, seid ihr bereit? Ich würde einfach mal loslegen, ach so, ja, weil Leute gefragt haben, und das irritiert mich sehr, warum hört ihr den Podcast nicht, das ist Düs, Düs schneidet ja die YouTube-Videos. Hallo, ich bin Düs, ich schneide die YouTube-Videos. Er ist auch noch ein Mensch und hat Freunde. Ich bin NPC, okay. Er ist NPC. So, lass uns kochen wohl. Lecker. Kann man diese Box kaufen? Na klar, auf sturmwaffel.de. In der Unterkategorie Merch, ich glaube, wir haben keinen Reiter dafür gemacht. Ich glaube, sturmwaffel.de/merch. Let's try. Sturmwaffel.de ist und die Webseite jetzt. Da sind keine Lebensmittel drin, ja. Also, boah, das wäre mal was. Das wäre eine coole Idee, dass man aus den... Oder dass die Leute... Oh, das wäre voll das coole Special-Chat. Wir stellen eine Box zur Verfügung, wo die gleichen Sachen drin sind, die wir hier haben. Und ihr könnt die bestellen... So, am Anfang von einem Monat und am Ende des Monats in dem Freitagsstream machen wir zusammen die Mystery Box kochen und dann könnt ihr posten, welche Sachen ihr daraus gekocht habt. Sollen wir öffnen? Ja, ich habe übel Hunger. Ich habe auch. Nee, habe ich nicht. So, okay. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Ui. Oh, was ist? Boah, da, oh, nein. Da ist Käse drin. Du magst richtig gerne Käse, oder? Mhm. Aber das ist auch ist guter Käse. Was ist das denn für ein Wirk? Bah. Das sind italienische Kräuter. Nee, da sind Zwiebeln drin. Ja. Guck mal, und das ist sipschig. Das ist nicht. Doch, das sind die italienischen Tiefkühlkräuter, nur nicht mehr tiefgekühlt. Ah, lol. Wann wurde das vorbereitet? Wie gestern, glaube ich. Ja, okay, dann kann man...
Ja, ja, funktioniert bestimmt wir, immer noch. Wir holen mal raus. Wir haben das nach Arsch? Tiefgefrorene arschitalienische Kräuter. Wir haben zwei Eier. Oh, warte. Ich mach's in die Close-Up-Cam. Zwei Eier. Doppelhoden. Ein Hoden. Doppel, okay. Hodenhochstand. Wanderhoden. So, italienische Kräuter. Wir haben Paniermehl, meine ich. Dann haben wir. Sicher, dass das Paniermehl ist? Ich bin nicht schon. Einfach der die Hälfte eingezogen gerade. Butter. Wir haben zwei Zwiebeln. Dann haben wir so einen ekligen Käse, der aussieht, als hätte der so Hautverspannung. Und man müsste dem so einen Pickel ausdrücken. So. Weiß ich nicht. Das jeder ist, mal. Also es riecht wie ein Käse und ich hasse Käse. Ich habe aber eine sehr gute Idee, was das sein könnte. Eine sehr gute. Nee, obwohl, ich habe doch keine Idee. Okay. Dann gibt es zwei Möhren. Haben mein Joke recycelt. Warte. Double Recycling. So. Und dann noch eine Gemüsebrühe. Ja, okay. Und das ist es für heute wohl. Das heißt, wird es gegeneinander gekocht. Später kommen Leute dazu, die das Ganze bewerten werden. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich auch nicht. Ich dachte, okay, ich share meine Thought, okay? Okay. Ich dachte Risotto, aber dann habe ich dummes Kind Reis gesehen anstatt Risotto Reis und dachte mir, okay, ist schon stupid. So. Weil irgendwie wirkte das so mit der Butter und so ein bisschen Käse, wenn du den reibst, als wenn du damit so ein Risotto anmachst. Mit so den ganzen Zutaten, weil da braucht man auch Brühe für und sowas. Eier machen aber dann wieder keinen Sinn. Paniertes Risotto. Ja, dann dachte ich so Minestrone oder so eine Oma-Suppe, weil da kommt auch immer so Ei mit rein, weißt du? Ja, oder ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal ein bisschen Teambuilding. Also, ja. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich mega schwer. Könnte man so machen. Hier ist ja auch nochmal Zwiebeln drin in diesen Kräutern. Das ist das, was mich so mega verunsichert. Das Paniermehl irritiert mich halt dann. Voll. So. Wofür denn? Ich glaube, ich koche erstmal den Reis. Wohl. Haben wir Töpfe? Sicher, dass man den Reis kochen muss? Scheiße. Vielleicht muss man ihn auch roh essen. Das ist gut, das ist gut. Ja, auf jeden Fall Alerts an. Deswegen kriege ich das auch hier gerade auf dem Screen nicht mit, wenn das abgeht. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Test-Follow und Test-Abo, um das zu testen. Test-Hype-Train. Ja. Level 10 ist das Maximum, was wir erreicht haben. Aber das ist der Montagsstream. Montagsstream ist halt strong. Freitagsstream, hier, ne? Ihr müsst jetzt loslegen. Also Freitagsstream... Aber glaubst du, die können das schaffen? Können die so gut sein wie der Montagsstream? Warte mal. Ich als Spider-Man kann sagen, dieser Stream kann das schaffen. Halt einfach mal eine Schnauze. Jetzt bin ich kein Stück weitergekommen beim Denken. So, Dustin macht schon mal einen Reis. Hä? Warum so viel Paniermehl? Das ist ja abgewogen. I don't like it. Wie wähle ich wohl eine Kochplatte hier aus auf diesem Herd? Achso, anmachen. Und dann tatsächlich so autodidaktisch wie möglich. Du bist unten links, drückst du drauf und dann unten links. Da. Du willst putzen. Warum? Putzen. Damit sich nichts drunter verfängt. Heute gibt es Staub zum Essen. Also ich bin ganz ehrlich, dieses Paniermehl macht mir tatsächlich zu schaffen. Ich dachte irgendwie an solche Veggie-Schnitzel-Scheiße. Oh. Was heißt das? Keine Ahnung, das finden wir gleich raus. Na, noch höher. Zu wenig Power. Ich überlege echt, ob ich einfach straight... Aber warum dann Paniermehl? Ich dachte, ich gehe so ultra stupid für einfach eine große Wokpfanne. Und lass es drauf ankommen. Machst du, ne? Nee, ich mach... Das Paniermehl muss ja verwendet werden. Aber es hat vielleicht irgendwas mit der großen Wokpfanne zu tun. Gibt es Karottenschnitzel? Ich habe ja auch Eier. Also per se habe ich eine Panierstraße. Damit Käse. Den Käseblock einfach als panierten Käseblock oder so. Ne?
und den Rest der Eier dann in so eine Pfanne und dann, mache ich oben einen panierten Käse drauf. Das ist aber, glaube ich, kein guter Käse zum Panieren und Braten. Ich glaube, der schmilzt einfach komplett weg. Ach, das probieren wir doch mal trotzdem. Ja, okay. Ich glaube, also ich bin wirklich auch in der Überlegung, ich denke heute einfach mal laut. Ich weiß es nicht, falls ich das zu sehr mit deinem überschneide. Also ich denke an Folgendes. Ich werde das, glaube ich, auch genauso machen. Ich werde mir das hier in Streifen schneiden, den Käse. Und dann werde ich das panieren und dann so frittieren. Weil Öl dürfen wir immer dazu nehmen. Das ist ja die Regel, die wir hier haben. Öl und Gewürze, so Basic-Gewürze zumindest. Und dann habe ich so kleine panierte Käsestückchen. Und dann werde ich mir den Reis dazu machen. Mit, keine Ahnung, hier ein bisschen Gemüs einfach noch rein. Und dann kommen da halt so panierte Stückchen rein. Und der Rest von dem, also ein Ei werde ich nehmen und ein Ei mache ich noch da rein. So. Ist halt unfassbar viel Zwiebel dann dafür. Ich weiß auch nicht warum, aber dann werde ich die noch frittieren und vielleicht. Ist schwierig. Willst du wissen, was mein Plan ist? Ich habe gerade was im Chat gelesen, was gut ist. Ihr dürft übrigens nicht mitraten. Das ist tatsächlich eine gute Idee gewesen. Dann muss aber genau auch, das darf ich jetzt nicht machen. Hätte ich tatsächlich. Ja. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, ich finde meinen Vorschlag auch besser. Also ich habe sowas wie im Chat steht, hatte ich geplant, aber ich würde den Käse einfach mit reinreiben, anstatt einen Käsekern zu machen. Also so ein Reisball. Genau, ich würde einfach Reisbälle machen, ein Ei zum Binden von der ganzen und dann in Butter einfach braten. Und dann würde ich einfach alles, so die Möhren reinraspeln, dies, das, Schmieß-Schmaß. Schmieß-Schmaß, ja, ja. Fisch-Fasch, ja. Tja, leider habe ich die jetzt schon. Ja, das stimmt. Werde ich nicht machen, weil meine Idee besser ist. Obwohl ich vielleicht dann damit den Punkt versäume, wenn es um das Thema richtiges Rezept geht. Aber der Geschmack und der Look, die werden überwiegen, sage ich euch. So, wie fängt man da denn logisch an? Erstmal hole ich mir, glaube ich, ein Schneidebrett und ein Messer. Bringst du mir wohl ein Schneidebrett und ein Messer mit? Das liegt nicht auf meinem Weg. Also ich muss sowieso, ich brauche einen Schäler. Keine Ahnung, wir haben glaube ich gar keinen. Achso, sind die nicht gewaschen? Na, einen gibt's noch. Ja, den müssen wir uns dann wohl teilen. Ach, aber ich brauche sehr lange leider zum Schälen. So. Weißt du, was es wird, Timo? Weil irgendjemand muss ja auflösen am Ende. Achso, ja, die kommen im Laufe des Streams ja alle und dann geht das, glaube ich. Ich glaube, das wird gut, die Nummer. Ich glaube, es wird gut. Ich habe jetzt kleine Käsestückchen, das ist schon mal eine Sache. Das ist, glaube ich, cool. Ich glaube, auch wenn man halt sowas mal intensiver bedenkt und nicht nur so amateurhaft wie das, dann merkt man schon, dass ich recht habe. Hört das eigentlich irgendwann auf, dass man sich die Haut wegschält, wenn man mit dem Sparschäler irgendwas schält? Echt? Das habe ich noch nie gehabt und ich habe sehr sensible Haut, ja. Weißt du? Noch nie. Haut weggeschält mit dem Sparschäler. Ja, keine Ahnung. So irgendwann so einmal so über den. Ah, du nimmst den. Ja, der ist scheiße. Ach so, das ist aber auch der einzige, der da hinten drin ist. Kann ich den haben? Nö, der ist scheiße. Ah, okay, schade. Du machst das jetzt mit diesem Messer, okay? Okay, mach ich. Ich muss meine Eier aber noch damit schälen. Okay, das hört sich falsch an. Gönn dir. Kannst du Offstream machen? Dustin, wie geht's dir denn? Ich habe den Chat nicht mehr gelesen, nachdem 5 Leute gesagt haben, mir geht's scheiße. Also mir geht's gut, tatsächlich. Ich habe ja eine lange Auto-Legacy mit Schaden an meinem Auto. Ah, ja, stimmt. Und heute wird diese Legacy anscheinend beendet, weil kann auch sein, dass ich jetzt einfach gleich mit einem Stream angerufen werde von der Werkstatt, denn mein Auto wird heute fertig, nachdem ich es komplett demoliert habe. Aber ansonsten top, tipptopp. Schönen Morgenspaziergang gemacht. Fit also. Schön fit. Schön fit sogar. Schön fit. Wie geht's Ihnen denn wohl? Ordentlich. Schlimmste Wort, was man sagen kann. Okay. Ich habe gestern Abend mich noch durchgerungen, nachdem ich essen war, noch Sport zu machen, wo ich dann auch irgendwie nur so... Ich war beim Italiener und habe nur so Bruschetta gegessen, weil ich eigentlich keinen Bock hatte mehr was zu essen, aber es unhöflich fand, nichts zu essen. So. Das kenne ich. Und irgendwie war das eine blöde Entscheidung, um
23 Uhr, wenn dein Körper inzwischen sehr gewöhnt daran ist, ab 8 Uhr nichts mehr zu essen, einfach sich dann noch Brot reinzuballern. Ja, und dann, keine Ahnung, dachte ich mir, ich mache jetzt noch Sport. Dann habe ich mich noch gepflegt und geduscht, ein bisschen Hygiene betrieben. Ui. Und bin dann ab ins Bett und hatte heute Morgen schon um 8 Uhr wieder der Handwerker in der Bude. Also belastend, kann man sagen. Eher duschen als baden? 100%. Was würdest du eher in deinem Badezimmer haben? Eine Dusche. Doppeldusche oder eine Doppelbadewanne? Doppelbadewanne ist, glaube ich, einfach die heftigeren Storys dann im engen Freundeskreis, die da passieren, als in der Doppeldusche, bin ich ganz ehrlich. Also auf lange Sicht gerechnet, weil irgendwann wird es ja auch komplex mit dem Stehen. Whirlpool, Doppel-Whirlpool, also einfach großer Pool. Ein Pool. Badewanne, ja, Doppelbadewanne würde ich, glaube ich, auch machen. Also kannst ja morgens schon fast Bahn ziehen dann. Oder sind es zwei eigenständige Badewannen, die nebeneinander sind? Die sind nebeneinander, aber man kann drüber gucken. Aber es ist so ein bisschen in der Mitte so abgesenkt, dass du so, du kannst so eine Welle rüberschicken oder so. Aber es gibt noch so eine kleine Barriere. Eine Welle. Ja, die perfekte Welle kannst du rüberschicken. Dann immer so runterdrücken, dann wobbelt es einmal so. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich sehr gut. Aber ist es dann so, das einzige Bad, was ich habe, muss es klären. Ja, dann bin ich für die Doppeldusche. Echt? Weil ich glaub, aber du darfst nie alleine in dieser Doppeldusche duschen. In der Doppelbadewanne dürftest du jedes zweite Mal alleine baden. Das Ding ist halt, für den Alltag ist es halt super inconvenient, morgens zu baden. So, weißt du, was ich meine? Das würde mich stressen. Oder ich glaube, so du kannst es optimieren, dass du so wirklich wie so eine Waschstraße, du rutschst so an dem einen Ende rein und dann hast du so deine Bewegung und am anderen Ende kommst du einfach so. Und in die andere Badewanne lege ich einfach nur Handtücher und dann werde ich so da aufgefangen und schlitter so und habe dann immer so Brand einfach auf meinem Körper. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich gehe doch wieder zurück zur Doppeldusche. Mit wem muss ich duschen? Dann ist immer jemand anderes. Du musst immer auf die Straße gehen und der den du als erstes siehst. Ich will duschen, können Sie kurz mit hochkommen? Natürlich. Ja, Doppeldusche kann man ja auch so auslegen, dass es einfach nur eine sehr große Regendusche ist, oder? Nee, da ist auch zwischen der Doppeldusche so eine kniehohe Glasscheibe, die man aber nicht sieht. Wie so ein Draht, der gespannt ist. Um die Rutschgefahr und Sturzgefahr noch mal ein bisschen zu erhöhen. Wie schneidest du Möhren? Kleine Stückchen. Warum kannst du so schnell schneiden? Manchmal vergesse ich immer, dass ich on stream bin, dann muss ich wieder so tun, als könnte ich nicht kochen. Das ist dann so, ja. Jetzt hast du mich gerade darauf hingewiesen, jetzt bin ich wieder sehr clumsy auf einmal. Oh, Finger abgeschnitten. Oh, blöd. Oh. Ah. Aber zum Glück haben wir gestern das erste Mal unser tolles Pflaster, über das ich jeden Freitag rede, testen können. Und es funktioniert nicht. Von daher nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, über man schneidet sich. Und dann könnt ihr dieses blaue Zeug da drum machen, was ich die letzten Freitagsstreams immer gezeigt habe. Was ist denn die Geschäftsidee dahinter? Ich habe nie zugeguckt. Ah, soll ich es nochmal pitchen? Ja, bitte. Ich pitch es heute aber negativ, weil ich fand's scheiße gestern. Also, long story short, gestern hat sich Celine leicht in den Finger geschnitten. Ich stand dann zufällig hier und dann meinte ich so, oh, ich wollte gerade das Wort cool sagen, aber es ist ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute dann so, ja, man arbeitet hier und der Chef freut sich, wenn man sich den Finger schneidet, ja. Also, ich habe dann gesagt, Mann, blöd, aber zum Glück habe ich eine Lösung. Die kommt übrigens von unserem Koch des Hauses hier, der gesagt hat, dass das perfekt in der Küche ist. Wir haben hier so einen blöden Koffer, bin richtig wütend auf den Koffer. Da sind so Wundcleaning-Tücher drin und dann noch was, warte mal. Und dann hast du hier Pflaster, da hast du so Wundcleaning-Sachen und hier in der Mitte ist so Soft Foam Bandage. Was soll dafür sein, dass du deinen Finger bandagieren kannst? Mhm. Soll ich wieder die Vorführung machen? Willst du den Finger? Gut. Also, man kann das hier in der Mitte so rausziehen. Also, man muss auch sagen, es kann natürlich auch ein Use-Fehler sein von uns, dass wir das immer nur einmal bandagieren und du einfach 40 Layers machen musst. Aber wir haben gestern eine so eine Layer um den Cut gemacht und das hat instant komplett da durchgesifft und war alles blutig. So. Das ist wie bei so einlagigem Klopapier. Die Leute verstehen es nur einfach nicht. Cooles Anwendungsdreh, Schneidemesser. So, jetzt hat man hier diesen Schaumstoff. Warte, mein Finger kommt ins Bild. Ja, mach mal einen Finger. Genau den. Warte mal, ein bisschen weiter rein den Finger. Boah, weiß gar nicht mehr, welcher Finger von wem ist. Und dann hast du jetzt einen Cut. Aua, blöd. Das tut so weh. Warum hast du gesagt, cool, es tut so weh? Und dann nimmst du jetzt mal deine andere Hand und drückst sozusagen jetzt einmal auf den Schaumstoff drauf, so ein bisschen in so einer Form halten. Einfach feste zudrücken sozusagen. So, und dann kannst du mal. Da ist jetzt auch noch Zwiebel mit dran. Ist das gesund für eine Wunde? Das ist gut für dich, glaube ich. So, und jetzt guck.
Ja, Mann. Dann, ja, ist das, dann zieht sich das halt top. Dann zieht sich das halt fest so. Direkt über der Wunde, sodass man weiterarbeiten kann. War der O-Ton. Gestern haben wir es genauso gemacht, bei einem Cut im Finger. Und es war alles vollgesifft innerhalb von einer Sekunde, weil man natürlich auch noch auf seinen Finger drückt. Und dann aber das ist alles, was man drauf macht. Nee, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viel. Da steht ja einfach nur Soft Foam Bandage und man macht es drüber. Aber eine Layer war richtig wack. Macht gestern. Man da nicht dann noch sowas drüber? Wir haben gestern Pflaster drunter gemacht und dann das drüber und das hat trotzdem durchgesifft. Dustin, ich bin dein größter Fan. Wann nächstes Video? Wann nächstes Video? Jeden Mittwoch um 16.30 Uhr. KPZ. Warum 16.30 Uhr wohl? Weil die Leute um 16 Uhr natürlich bei uns hier auf dem Kanal das Video sehen. Mhm. Und sich denken, oh Mann, war das langweilig, jetzt brauche ich mal ein bisschen gute Unterhaltung. Richtig. Also war gut geschnitten, aber halt. Und dann schauen die sich inhaltlich ein paar Vlogs an. Bisschen kritisch. Ja, und ja, dann kann man gerne rüberkommen. Ne? Ja, ein bisschen und danach gibt es noch einen Stream. Stimmt. Ist sehr möhrenlastig auf jeden Fall, was hier später passieren wird. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist nicht so richtig und auch nicht so korrekt, aber naja. Aber irgendwie, wenn ich so viele Zutaten sehe, dann kann ich in meinem Kopf noch nicht so sagen, okay, das könnte jetzt das werden, dieses Gericht. Bei mir ist es dann einfach so, ja, ich schmeiße jetzt alles zusammen und lege das in die Pfanne. Und vielleicht ist das ja ein Gericht. Schnell. Schnell, Panik, Asia-Pfanne. Das ist die. Entschuldigen Sie, bitte helfen Sie mir, Pfanne. Stimmt. Ist es bewusst so, dass du es auf 1 gestellt hast? Hast du schon mal Reis gekocht? Nee, selten. Das ist der Reis-Lifehack, wenn du dir denkst, oh, ich brauche einen Reiskocher, sag ich dir, nein, brauchst du nicht, weil du nimmst einen Anteil Reis, doppelten Anteil Wasser, Salz rein, dann lässt du einmal aufkochen. Und dann stellst du ihn auf 1 und wenn alles an Wasser weg ist, ist der Reis fertig. Und zum Schluss musst du nochmal auf 9 aufkochen lassen. Damit er richtig schön anbrät. Also, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde mir den Reis nehmen, den ich habe. Den Reis mache ich mir erstmal da rein, weil das die Hälfte hiervon. Das heißt, wenn ich das hier voll mache, dann ist es die doppelte Menge Wasser. Das ist meine Logik. Warum sagt das jeder? Hätte auch das zu sagen. Mit Post Malone. Beim Ritteressen sah auch ein Zuschauer aus wie Post Malone. Das stimmt. Ich habe euch beide gesehen, wie ihr so gesynkt habt. Ihr habt einfach so Autotune activated dann irgendwie über so einen Lautsprecher direkt. Ich mache jetzt die Brühe in das Wasser rein, damit der Reis so brühig wird. Und dann lasse ich den jetzt mal ganz kurz aufkochen und danach stelle ich den auf 1. Das ist ein Hack, den ich vor einer Weile gelernt habe. Also was gegen Panieren jetzt gesprochen hätte, ist halt, dass kein Mehl dabei ist, ne? Ich habe noch nie mit Mehl paniert. Also nie mit Mehl paniert? Also ich habe generell noch nie paniert, aber bei meinem Elternhaushalt wird immer nur mit halt Paniermehl und Ei ohne extra Mehl. Krass. Aber dann auch so selbstgemachtes Paniermehl aus alten Brötchen. Sind das so richtig so Leute vor allem, weil in deiner Welt heißen die dann Eltern. Ja. Die so richtig nachhaltig so die Sachen alle sich rauslegen? Oder sind so alte Brötchen diese, ich fahre mal zum Bäcker und frage den nach alten Brötchen? Nee, das ist schon, da werden Brötchen immer im Überfluss gekauft. Und die alten, die werden dann einfach trocken werden gelassen haben und dann in so einer Maschine so geschreddert. Und dann kann man das aufbewahren. In einer Maschine? Ja, hier so eine Küchenmaschine mit so einem Reibeding. Und dann kannst du die trockenen Brötchen quasi durch dieses Reibetool und dann hast du Paniermehl. Und es schmeckt besser als das, was ich immer noch für Couscous halte oder so. Benutze es doch als Couscous. Mach dir doch einen schönen Couscous-Salat da draus. Bisschen Essig, bisschen Salz. Wenn es jetzt wirklich Couscous ist, dann könnte es wirklich so ein Couscous-Reissalat sein, ne? Ich erkenne auch Couscous, wenn ich ihn sehe. Ich habe nie Paniermehl gekauft. Ich bin halt so ein. Ich habe so nie Brötchen. Weißt du, wir waren halt nie so ein Brötchenhaushalt. Das war echt nicht? So ein Sonntagsthema gewesen, aber nicht so ein normales. Ich habe sogar ein eigenes Ranking für Bäckereien hier in der Umgebung. Echt? Ja. Also das Ranking wird immer nach den normalen Brötchen bemessen. Und ich sage zwei Ketten. Und du sagst mir, welcher Platz 1 und welcher Platz 0 ist. Also Platz... Besser als 1. Nein, Platz scheiße. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Bäckereien ich kenne, deswegen... Man hätte auch einfach sagen können, sag mal, welche besser ist. Ich nenne die 2. Ja. Aber man kann auch sagen, du sagst Platz 1 und Platz 0, aber 0 ist... Ja, ich wollte es ein bisschen größer aufziehen, aber da, wo ich herkomme, gibt es halt nur 2 Ketten.
Okay. Ja. Und das sind zum einen die Bäckerei Vogt. Okay, okay. Und die Bäckerei Schneiders. Boah. Ich dachte, jetzt kommt halt wirklich eine größere Kette, sodass ich es ein bisschen einschätzen kann, aber jetzt bin ich einfach konfrontiert. Der Chat darf auch mitraten. Du musst noch ein bisschen warten. Okay. Also ich würde schon mal einloggen wollen, aber ich habe das Gefühl, Vogt ist ein bisschen, hört sich vom Namen her ist more sophisticated an, wie viele Generationen Spaß. Ja. Und Schneiders ist so, viele heißen Schneider. Ja, das stimmt auch wieder. Und dann ist der Potenzial groß, dass einer von denen eine scheiß Idee hatte. Aber so, die Eltern waren Schneider alle und genau. Er dachte sich, ja cool, kann ich ja Bäcker. Brötchen machen. Ja. Wusstest du, dass es nicht Einkommenssteuer, sondern Einkommensteuer heißt? Ja. Gut, dann war ich der einzig Dummdämliche. Ich bin doch nicht der einzig Dumme. Ja, du hast ein Mind wurde geblown auf jeden Fall. Nee, zwei sogar. Boah, Doppelmind geblown. Das sind mehr Leute, als abgestimmt haben. Soll ich auflösen? Ich habe das Gefühl, dieses Thema muss schnell weg. Nee, ich finde das gut, dass wir das ist so eine awkward Pause, die man einfach so einbaut und jetzt in der Stunde wieder zurückkommt zu dem Thema. Es war Vogt. Ah. Ich löse jetzt die Bäckereifrage auf. Es ist Schneiders. Ja. Bessere oder schlechtere jetzt? Bessere. Ich wusste nicht, ob du jetzt nochmal das Thema so komplett 380s und dann nochmal sagst, die bessere, schlechtere. Ich kann ja auch genau sagen, warum. Bitte. Also Vogt hat wirklich richtig schlechte, normale Brötchen. Mhm. So körnermäßig kann man da schon hingehen. Okay. Aber die normalen, die schmecken einfach nicht. Und Schneiders hat so richtig schön außen knackig, innen luftig und einen richtig schönen Eigengeschmack. Das einzige Problem bei Schneiders, kennst du diese Schnittkante? Ja. Die immer so super scharf ist, wo man sich auch schon mal den Gaumen dran... Wo manche Menschen schon dran verendet sind. Ja, jämmerlich. Genau. Und, die ist halt sehr ausgeprägt, weil es ein sehr knuspriges Brötchen ist. Ja, ja. Und die muss man dann vorher mal so abnagen. Ich esse sogar komisch Brötchen. Ja, oh Mann, Alter, ey. In Bayern gibt es das voll oft so Doppelbrötchen. Das sind dann so zwei normale aneinander, die aber rein theoretisch auch aufgeschnitten sind, aber die sind immer nur so ganz leicht. Die haben nur so einen leichten Hubbel. Das ist mein Favorite tatsächlich. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um das ganze Thema Reis. Zwillingsweckler heißt das. Bitte? Zwillingsweckler. Warum ist das noch nicht hier nach NRW rüber? Ich hatte eine Idee, als ich letztens den Stream so nebenbei laufen hatte und so eine 50er Subbomb einfach wegignoriert wurde von dir mal wieder. Ja, aber aus Versehen. Danach habe ich mich ja bei Talfi war das bedankt. Ja, und wir brauchen für die Regie so eine Tröte, so eine Gaströte. Und immer wenn eine Subbomb höher als 5, so eine 10er, ab 10er Subbomb. Hat Annika nicht so ein Dingsgerät bekommen, so ein Megafon bekommen? Ich habe auch noch ein normales Megafon hier irgendwo liegen. Boah, dauert übel lange mit dem Reis, ne? Finde ich echt. Ja, Timo ist schon weg, ne? Wir haben keine Küchenrolle hier, oder? Doch, da am Waschbecken hängt eine. Da links. Ich könnte die jetzt holen, aber... Ja, ich brauche sowieso ein bisschen. Das ist ja ein Battle, ne? Das mache ich. Okay. Hä, sind das schon alle Zwiebeln, die du geschnitten hast? Ich habe gefühlt dreimal so viel. Ja, aber ich habe ja andere Sachen vor. Darüber kann ich aber noch nicht mit dir reden. Ja, aber du musst ja alles benutzen, oder? Warte. Die wird ja benutzt. Aber hast du schon... Ich sehe ja die zweite nicht mehr. Ja, doch. Wenn du genau hingucken würdest, würdest du die auch entdecken. Bin ich blind? Wo hast du die Zwiebel versteckt? Ich verstehe wirklich nicht, wie du die nicht sehen kannst. Also, ach so! Das ist wie ein Rätsel, wie da eine komplette Zwiebel liegt und du einfach da mega lange hinguckst und das nicht siehst. Oh Mann, ey. Wo hast du die Zwiebel versteckt? Ach, du warst das! Hier steht, Dustin hat letztens einfach bei Ikea neben mir geparkt, war aber zu scheu, Hallo zu sagen. Und ich dachte, irgendjemand hätte mir eine Tür ins Auto gerammt wegen den Blicken. Habe ich dann nachher noch so an mein Auto geguckt, aber es war einfach jemand, der mich erkannt hat. Wo hast du meine Möhre versteckt? Oh Gott, ich habe sogar ein bisschen getreten jetzt. Das tut mir leid. Die kann ich ja jetzt wohl nicht mehr benutzen. Ja. Aus Versehen, aber da kann man doch fragen. Voll nett. Ich sehe nur immer übel abgefuckt aus. Triggert dich das auch, wenn ich weggucke, während ich Möhren reibe? Bisschen komisch auf jeden Fall. Aber ich finde es nicht schlimm, weil das ist ein Battle. Und wenn du dich verletzt, habe ich immer noch Schaumstoff, der deinen Finger mehr zum Bluten bringt. Ja, okay. Das wäre cool, so, wenn irgendwann einfach so das Licht immer ausgehen würde zwischendurch bei so Arbeitsschritten. Ich fände das cool, wenn wir in Gladbach das Studio aufbauen, dass wir auch so Lichter
in die Sets einbauen, die so mit Subbomben und sowas reagieren, weißt du, dass dann so anfängt zu flattern oder so. Du kannst auch so mit Kanalpunkten, dann finden die mal Verwendung. Ah. Kannst du so Sachen machen, so Sound Alerts abspielen Sound und so. Sound Alerts im Studio auch dann. Ja. So ein riesiger, oh yeah! So einfach dann auch so nicht. Genau. Man kann das aber halt auch noch so ein bisschen ausweiten, einfach, dass der komplette Studioalltag ist so ein ständiger Livestream und dann gibt es so Kanalpunkte so dafür, dass mein PC so beim Schneiden einfach runtergefahren wird, so ohne das Projekt aber zu speichern. 1 Million Kanalpunkte. Wenn du einfach uns richtig abfucken möchtest. Fucking 3-Tages-Projekt. No. Schade. Da fehlen nur noch 400.000. Ja, Sunny wäre nah dran. Aber hat es nicht mal LeFloid gemacht in dem alten Büro zumindest, dass dauerhaft immer ein Stream-Kanal online war, der so das Büro gezeigt hat, wo dann Leute immer so am Start waren und die Zuschauer konnten dann mit Commands irgendwie die Kameras umschalten oder irgendwie so. Ja, ne? Das finde ich immer weird, weil... Also war so, kein Audio, ne? Ja, aber trotzdem, irgendwas passiert ja immer, womit du nicht rechnest. Ja. Und dann kriegst du auf einmal so einen Stream-Award, weil dein Hund dich im Schlaf gebumst hat. Was? Die waren im Büro! Keiner von denen hat den Hund. Achso, hast du das nicht mitbekommen von Let's Hugo? Was? Let's Hugo hat einen Stream Award gewonnen, weil er so einen Stream gemacht hat, wo er dann geschlafen hat. Und dann während er geschlafen hat, ist sein Hund reingekommen und hat ihn so gerammelt und ist dann wieder rausgegangen. Und er hat diesen Stream Award gewonnen und hat nur getwittert, ich habe einen Pokal dafür bekommen, dass ich von meinem Hund gebumst wurde. Oh Mann, Hugo, ey. Das ist echt, das macht mich auch ein bisschen fertig, um ehrlich zu sein. Wie nennst du diese anderen, diese etwas größeren, die jetzt hier in diesem Mikrofon sind? Doppel-A ist das, glaube ich, ne? Ne, die sind A. A. Es gibt A. A. Und A! Bei mir heißen die einfach Walkman-Batterien. Oh, jetzt macht der Monitoring an. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Jetzt ist doppelt gemoppelt wahrscheinlich. Jetzt ist richtig doppelt gemoppelt, ne? Jetzt ist schrecklich. Jetzt ist schrecklich. Oh, jetzt wieder aus. Oh. Ist bei uns Parkplatz frei? Es müsste einer noch frei sein, ja? Das wird die Parksituation hier noch schwieriger. Du musst langsam aufhören, Leute einzustellen. Ja. Dann nehme ich ein Miles. Also wir hätten noch neue Mitarbeiterin XY, die heute auch mit dem Auto kommen würde, im Zweifel. Dann müsst ihr euch prügeln. Die hat wohl gestern schon gefragt, Annika. Die Regel ist ja normalerweise, wer zuerst kommt, ne? Also, sie hat zuerst gefragt, aber wenn du jetzt zuerst kommst, dann ist der Platz vergangen. Das würde ich jetzt ja auch als Regelung dann titulieren. Ich fange um 0.30 Uhr an zu arbeiten. Ja. Nee, das dürfen wir tatsächlich nicht mehr. Ja. Das wurde uns untersagt. Persönlich sogar. Achso, ja, bei mir steht immer, ich bin halt auch super oft an Wochenenden hier und dementsprechend steht dann immer auf meinem Parkplatz trotzdem jemand und ich rufe dann einfach am Wochenende immer noch den Hausmeister und sage so, jo, ist halt Wochenende jetzt, ne? Ist halt ihr Problem, müssen sie jetzt halt vorbeikommen, im Zweifelsfall abschleppen. Ich stelle mich nicht auf einen anderen Parkplatz. Sagt, ja, habe ich alles frei. Sag ich, jo. Aber das sind die gleichen Leute, die auch unter der Woche sind und warum nehmen die meinen verfickten Parkplatz so? Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist ein richtiger Allmann. Mein Vater hat zum Parken, der hat so einen Klebezettel, wo dann so drauf steht, Scheiße geparkt und dann sind da so Ankreuzmöglichkeiten, warum irgendwie so 2 Parkplätze blockiert. Und dann meinte ich so, das darfst du niemals machen. Das ist so super Alpha Allmann. Wer hat das nochmal? Mein Onkel, weil mein Vater gibt's ja gar nicht wohl. Ich glaube, ich brauche auch sowas, aber ich wäre auch so ein unangenehmer Typ, der dann solche Sticker macht. Kennst du die dann so richtig unangenehm kleben an der Windschutzscheibe, dass man so richtig mit den Fingernägeln dann so kratzen muss? Ja. So ein Ding, dass man dann noch Leute richtig wirklich abfuckt. Einfach reinritzen mit dem Schlüssel in die Türe. Boah, hey, gibt's das? Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich hinterlege das in mein Auto. Echt? Ich finde das so funny. Ich hätte da so eine diebische Freude dran. Hast doch bald wieder Geburtstag. Der Sticker muss mittig auf die Scheibe. Nee. Der Sticker muss nicht mittig auf die Scheibe. Der Sticker muss auf Kopfhöhe, wo die sitzen, auf Fahrerseite, dass du auf jeden Fall nicht losfahren kannst. Es gibt auch manchmal so Autos, die oben so eine Kamera haben, einfach so da drüber, dass irgendwie alle Assistenzsysteme so übel abspacken, sobald. 2 Sticker, also. Ja. Aber auf einem steht auch drauf, das ist nur für deine scheiß Assistenzsysteme. Nachdem du schon eine halbe Stunde gepoolt hast, jetzt deine dreckigen Assistenzsysteme noch. Dann auf die Rückfahrkamera brauchst du sein, der aber so nach innen dein Gesicht hat, was so. Ja, das ist ein bisschen blöd, glaube ich, wenn man das so anonym macht. Ja, scheiße. Ganz geht eigentlich so eine Alarmanlage los, wenn man das an so Autos so einfach ranmacht, so an die Windschutzscheibe bestimmt, ne? Ich glaube nicht. Kommt drauf an, wie fest du es dran klebst.
Keine Ahnung, aber ich habe ja dann auch wieder so einen Hass auf die Leute. Das ist wie bei meiner Nachbarin. Rede mal und ich rede dir rein. Mach mal du so hältst eine Schnauze! Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Ich habe gesagt, mach mal so wie Louis immer und dann hast du angefangen zu reden. Weil Louis ist nämlich kleiner Frechdachs. Der, manchmal fängt er an zu reden, wenn man mit ihm redet, weil er dann schon eine Idee dazu hat. Aber stell mal vor, du würdest lachen, während du redest oder wenn du was gesagt hast. Ah! Aber es ist lustig, es haben ein paar Leute. Ich habe es auch manchmal. ADHS heißt es, glaube ich. Da muss ich unbedingt was dazu sagen. Hat nicht runtergepegelt. Ja, es ist super komisch. Es ist auch wieder ein neues Problem. Wir hatten erstmal nur Aussetzer. Danach hatten wir so einen Induktionssound. Also als wenn so ein Induktionsfeld angehen würde, obwohl kein Induktionsfeld da war. Es war aber die Überlegung, ob es irgendwie an Strom liegt. Aber ich glaube, die sind jetzt auch auseinandergezogen worden. Die ganzen Audiosachen davon. Der Fuchs ist drin. Seid ihr in einem Küchenstudio? Das ist mein Küchenstudio. Also ich weiß auf jeden Fall von anderen Leuten, die mit Küchen arbeiten oder in Küchen arbeiten, dass die alle Induktionsfelder rausgeschmissen haben, weil die da Tonprobleme mit hatten. Auch wegen so, ne, dem ganzen Zeug drumherum. Wir hatten aber eigentlich noch nie Tonprobleme und das ist auch merkwürdig, weil bei gleicher Nutzung haben wir immer andere Probleme. Ich glaube, du kannst den Reis auf 2 machen, das dauert schon sehr lange. Du hast aber jetzt auf 2,5, oder? Das gibt halbe Schritte, was ist das? Da ist so ein Punkt hinter. Ich habe auch Sorge, aber ich bin einfach... Das ist aber geil, weil bei mir zu Hause die Küche, die hat so... Zwischen 6 und 7 liegen Welten. So auf 6 passiert einfach gar nichts und auf 7 brennt dir die Scheiße sowas von an. Und hätte ich einen 6,5. Was ist das? Möhren. Warum ist das in einem Patty drin? Hä? Also so in einem Tuch. Damit die Flüssigkeit rausgeht, weil ich die anbraten will. Und sonst ist das nachher so eine Suppe. Eventuell das Mikro ein Wackler? Nee, wir haben auch schon nur Mikro rausgenommen, die ganze Zeit in der Hand rumgewackelt oder an der Antenne rumgespielt. Es ist super weird. Es kann auch natürlich am Mikro liegen. Es ist mega komplexes Troubleshooting. Falls jemand eine Subbombe jetzt entzündet, Timo hat den Subalarm da. Er kann uns jetzt anschreien. Timo, das warst du selber. Ich sag da jetzt nicht mal was zu. Du kannst keine. Hör auf, Subs zu verschenken. Ich hab doch gesagt, erst ab 10er Subbomb. Erst ab 10er. Auch richtig armselig, so aus meiner Perspektive, wenn Leute zu gucken, dass mein eigener Mitarbeiter die ganze Zeit Subs reinschenkt. Das ist so richtig unangenehm. Die denken höchstwahrscheinlich jetzt, irgendwie wir boosten noch Views oder so. Das ist so richtig unangenehm gerade. So, das ist einfach so 3 Dudes, wenn Leute neu hier dazukommen, 3 Dudes, die so streamen und dann so, ha ja, 300.000 Follower, aber ziemlich wenig Zuschauer dafür. Ach guck mal, die schenken sich selber die ganze Zeit Subs. Das ist so richtig unangenehm, was gerade hier erzeugt wird, Alter. Ich werde jetzt meine Möhren nicht vorher ausbringen. Das Problem ist halt, gegen den Rohkost-Fachverkäufer hier irgendwelche Thesen aufzustellen, ist komplex. Fachberater für Naturkost und Reformwaren. Entschuldigung, Rohkost-Fachverkäufer ist ein Wort, was ich mir behalten kann, das andere ist mir zu lang. Wusstest du, das habe ich Timo gestern schon erzählt, also Timo wusste nicht, dass ich Fachberater für Naturkost und Reformwaren bin. Rohkost-Fachberater. Ja, genau das. Und dann habe ich Timo gestern erklärt, was eigentlich Sojasauce ist. Was ist wohl? Das ist nur ein normaler Sub, das ist keine Sub-Bomb. Hör auf! Ihr könnt das gerne provozieren. Timo ist für euch da. Vielleicht kommen wir an den Hype-Train ran, wenn euch das so amüsiert. Aber viel Spaß. Also ich bin jetzt hier raus an der Stelle. Ihr könnt gerne Timo aktivieren, wenn ihr einen Sub da lassen wollt. Ich wünsche euch eine freudige Zeit damit. Wir werden auf jeden Fall langsam immer entnervter werden. Ich glaube, unsere Augenbrauen rücken auch dann immer so weiter zusammen. Ich hätte das nicht vorschlagen dürfen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Das kommt auch auf YouTube, das kommt auf dem Zweitkanal immer, auf Waffelbande. Da könnt ihr immer alle Streams nochmal minimal runtergekürzt, wenn was langweilig war. Hier bis dato zum Beispiel ist noch nichts langweilig. Auch dank Timos Tröte. Dementsprechend, ja. Sag mal, Leute, so eine 1, euch gefällt das, so eine 2, euch gefällt das nicht, was Timo macht. Das würde mich jetzt einfach mal kurz als Overview interessieren, wie hier so das Stimmungsbarometer gerade ist. Ist eine 1. Eine 3 im Chat, wenn ihr wissen wollt, wie Sojasauce gemacht wird, meine Geschichte. Ja, stimmt, wurde aber da sind wir einfach falsch abgewogen, sorry. Och Mann, los, mach dein Ding. Kriege ich einen anderen Büronachbarn? Kannst du gleich nochmal in den Schacht machen zum Hausmeister runter. Wasserschaden. Ach nein, Riesel.
Luise, danke schön für 5 verschenkte Subs. Ihr könnt gerne auch ein bisschen Liebe im Chat da lassen und ein bisschen. Ein bisschen. Ich kann das auch nicht mehr. Es ist viel zu früh dafür. Warum streamen wir so früh? Sind wir schon 1:30 live? Yes. What the fuck? Ich habe gefühlt noch gar nichts gemacht. Hä? Ich habe auch überhaupt nichts gemacht. Der Reis steht schon seit 1:30. Der Reis steht seit 1:30. What the fuck, Alter? Hä? Als ob wir 1:30 schon... Oh mein Gott, ich muss ja noch mega viel machen. Ich dachte, wir sind 1/2 Stunde live. Hey, wo ist 1 Stunde von meinem Leben hingegangen gerade? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Arschloch. Ich habe wirklich Spaß. Warum kennst du mein Leben und mich so? Och mal, San. Da ist aber auch so ein Schausteller dran verloren gegangen, oder? Ich fühle mich wirklich so, als wenn ich so auf einmal im Megapark aufgewacht bin und die letzte Stunde meines Lebens einfach weg ist. Sunny, danke schön. Oh, Röstaromen. Danke, Sunny, für... Hoppla. Für die Subs. Ein bisschen Liebe für Luise und Sunny in den Chat. Ah. Ja, nee, ey, das ist gut. Ich will ja gar nichts dagegen sagen. Ich meine, wir sind Level 4. Level 10 war ja am Montag das Höchste, ne? Wir sind Level 10 Rekord jetzt, ja. Wir haben Level 10er Hype-Train geknackt. Aber Montagsstream, ich sag euch, Montagsstream sind halt auch die Gewinner dabei. Freitagsstream, ich glaube nicht dran. Das sage ich natürlich nur, damit jetzt der Hype-Train weitergeht. Ich bin ganz ehrlich. Oh, guck mal, hier, da passiert's schon. Irgendwie droppen die Zuschauer, aber wir kriegen mehr Abos. Alles macht Sinn, alles macht Sinn. Xian, dankeschön für 5 verschenkte Subs, ein bisschen Liebe in den Chat. Ja, was ist denn jetzt so, ja? Wir sind Level 5, ist die Halbzeit. Halbzeit ist Level 5. Level 10 wäre tatsächlich das Maximum. Och, Manu, ja. Das ist lustig, aber keiner. Ich verliere auch gleich meine Fassung einfach. Ich will das jetzt nicht mehr so machen, das denn. Ich werde das jetzt hochdrehen, den blöden Reis. Das nervt mich. Zacken. Also Sojasauce ist tatsächlich einfach ein Abfallprodukt in der Herstellung der Miso-Paste. Ah. Denn da wird so sojamäßig die Masse in so ein Fass gegeben. Und dann bildet sich halt diese Paste beim Fermentieren. Und das, was als Nebenprodukt abgegossen wird, ist Sojasauce. Sojasauce. Sehr gut. Sojasauce. Sehr gut. Ihr lernt ihr noch was. Ich mag Abfall. Schön, dass du da bist. Miss Bonnie, dankeschön für den neuen Sub und herzlich willkommen in der Abo-Falle und von Timo ein. Ach, das war's? Das war's jetzt? Bei Subs nur das? Leute, die gratis im Prime-Sub kriegen so einen ganzen Vorstand, aber Leute, die so richtig Geld reinmachen, die kriegen nur... Stop! Wir müssen mal, wenn du bewegst dich auf deinem Stuhl, als wenn das irgendeinen Audiounterschied macht, redest aber in der gleichen Distanz in das Mikrofon. Das heißt, es ist vollkommen egal, wenn du so um das Mikrofon rumgehst, aber immer das... Ja, das ist wie wenn du jetzt irgendwie so einem Gitarristen auf der Bühne sagst, du spielst die gleichen Saiten, aber bewegst dich dabei. Der Junge macht Kunst hier gerade. Nadel ist da. Ach so, Scheiße. Nadel! Max, Maxel Paxel, dankeschön und auch danke an dich, Nadel. Oh, guck mal, Stufe 5 abgeschlossen, wir sind Stufe 6. Oh, sie kommen gefährlich nah dran, der Freitagsstream getriggert, ich merke schon. Ich sag mal so, der Hype-Train ist weitergefahren als meine Straßenbahn heute Morgen. Das stimmt tatsächlich, deswegen habe ich das denn aufgebildet. Was schreibt Gerrit? Timo Habibi, gab es das Gamer-Getränk schon wieder zum Frühstück? Timo hat mal einen ganzen Tag hier. Wie heißt die Rotze, die du dir da reinfährst? Ein Level Up, den Gamer-Drink. Den Gamer-Drink. Oh mein Gott, da kommt eine 10er-Sub. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Porsche, dankeschön für den Prime-Sub. Und Andy, Andy SG, so heißt er hier jetzt einfach. Dankeschön für die 10 verschenkten Subs, ein bisschen Liebe in den Chat und Entschuldigung, dass ihr Timo aushalten müsst. Aber vielen Dank. Timo macht mega Stimmung. Ja, ist super. Ist top. Wir sind Level 7, ne? Also es ist tatsächlich nicht mehr weit weg. Wir sind Hälfte Level 7. Hälfte Level 7. Das heißt, die könnten tatsächlich an den Montagsstream rankommen.
Ich glaube an euch. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement-Freitagsstream. Ich sag's euch, wie es ist. Ich unterteile euch alle in einzelne Gruppen. Der Freitagsstream, der Mittwochsstream und der Montagsstream. Mittwochsstream noch sehr weak, bin ich ehrlich. Aber Freitag jetzt auf jeden Fall Nummer 2. Sag ich euch, wie es ist. Sag ich euch, wie es ist. Weißt du, ich mag einfach jeden Stream, auch wenn kein Hype-Train kommt. Echt? Die Leute sind immer gut. Aber natürlich noch besser bei einem Stufe 11 Hype-Train. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Rekord, ich hab mal nachgefragt, liegt tatsächlich bei so einer Portugiesin oder so. Die hat, glaube ich, Level 36 oder so gehabt. Was crazy ist. Was crazy viel ist. Oh, guck mal hier. Da kommt der Support aus dem Nebel der Nacht. Shiriru, Peppy BVB und Rave Line. Mach dein Ding, komm. Eine Menge neue Subs sind da! Son Goni, danke schön für den Sub. Aber das ist noch einer, Timo. Mach dein Ding, komm. Dieses kleine Megafon auch nur dabei. Das ist wirklich. Der braucht dringend einen Drink, ey. Es ist jetzt schon fast 12. Es ist wirklich fast Stufe 8. Das ist crazy. Ich hätte nicht gedacht, tatsächlich, dass Freitagsstream so hochkommt. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil Montagsstream, die sind immer strong. Da kommt, ist gerade Gehalt reingekommen am Montagsstream und da die ballern immer, sag ich dir. Die sind noch richtig so, diese Woche wird anders. Ich investiere mein. Neuer Sub. Rocket X32, Dankeschön für den Sub. Herzlich willkommen in der Abo-Falle. Und auch anscheinend bei dem, was jetzt hier stattfindet. Wir sind uns selber unsicher, warum und wie, aber. Ey. Ja, es ist wirklich die unangenehme japanische Game-Show. Stufe 8 aber. Crazy. Wie ist das passiert? Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie schon eine Stunde umgegangen ist. Ich weiß gar nicht. Wir haben beide 2 Möhren geschitten auch, genau, besonders. Es ist wirklich. Dr. Evolution, vielen Dank nochmal. Alter Schwede fürs verschenkte Sub. Dr. Evolution hat letztens auch richtig crazy Subs verschenkt. Ich freue mich einfach über das, wie es jetzt ist. Punkt. Einfach. Vielen Dank. Ich hab gerülpst einfach gerade. Das kam einfach aus mir raus. Ich konnte das auch nicht zurückhalten. Ich habe einfach gerade straight ins Mikro gerülpst, weil ich gar nicht mehr klargekommen bin mit der Situation. Es ist wirklich ein großes Oh Mann, ey. Lecker. Ich glaube, am Ende wird sich eine Sache entscheiden hier, Dustin. Ja. Und das ist, wer den besseren Reis gekocht hat. Ich glaube, darunter wird es fallen Super am Ende. Super Timo D. Ich muss wirklich gleich super genau takten. Aber ich komme damit klar. Jetzt hier die Kräuter. Neue Subs! Rocket, dankeschön für die verschenkten Subs. Ich habe mich schon ganz damit abgefunden, dass es jetzt. Oh, guck mal, du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Weiter so mit deiner Unterstützung. Achso, soll man das nicht vorlesen? Weil das wirkt sehr gezwungen, was Twitch da einfach reinschreibt. Weiter so mit deiner Unterstützung. Kommt, Leute, ihr könnt es schaffen. Wie gesagt, wir sind tatsächlich nah an Level 10 dran. Laru, dankeschön für den Stufe 1 Sub, dankeschön für den Support. Herzlich willkommen in der Abo-Falle. Hier kommt man auch nicht mehr raus. Das ist das große Problem, nämlich, wenn ihr einmal reinkommt. Die Leute bleiben da. Es ist so gut, hier zu abonnieren. Schwierig. Kanal, Gesamtrekord ist 90% von Level 10. Also, wir waren schon nämlich nah an Level 11, aber. Wir müssen es ja nicht ausreizen. Wir könnten es aber ausreizen, wenn wir einfach jetzt 2 Minuten Timo übernehmen lassen, den Hype-Count noch weiter höher zu ballern. Timo, mach dein Ding. Ich erwarte jetzt einen neuen Rekord mit dir als Anheizer. Seid ihr wisst, was das heißt? Let's go, Rich Fats. Mehr Subs. Ich mach Subs-Battle einfach sourcig out an Mitarbeiter. Im Prinzip bezahlst du dich gerade selber, Timo. Ja. Geil. Ivi, danke schön für den Prime-Sub. Gibt eine es Minute, eine Minute, Timo. Eine Minute. Oh. Nee, du kannst nicht selber dann mitmachen. Du musst die Leute doch motivieren. Chill mal, Wilma. Guck mal. Das ist auch immer die gleiche. Dieses Wupp, Wupp, Wupp. Warst du mal beim Autoscooter oder so? Oh Mann, ey. 50 Sekunden, Timo. Du weißt, was dranhängt, wenn du es nicht erreichst. Ist da wohl die Endstation? Nein. Da gibt's wieder Bauarbeiten. Da gibt's wieder. Dann, oh. Dr. Evolution. Knappes Ding. 3 verschenkte Subs. Ein bisschen Liebe in den Chat. Oh, guck mal, Bits gehen auch. Klar. Kirstin, Dankeschön. Da steht Christine.
Du hast deine Kräuter angebraten. Hast du schon mal Petersilie angebraten? Taste the feeling, sage ich nur. Oh, was denn jetzt passiert? Du hast es tatsächlich geschafft. Nick not nice, was? Dankeschön, Nick. Und Jan, dankeschön auch nochmal an dich für deinen Sub. Sub-Bombe meine ich natürlich. Ein bisschen Liebe für Jan auch in den Chat, weil ihr habt gerade Subs geschenkt bekommen. Wir sind auf Level 9. Wir sind nicht mehr weit weg. Oh, wir sind sogar schon auf 30% von Level 9, Timo. Stufe 10, 50%. Du weißt, was dann passiert. Wir müssen Bonus aushandeln. Wenn Timo das schafft, was bekommt er dann? Timo bekommt dann Essen von uns. Du darfst dann deine Überstunden auch frei nehmen. Ja, du darfst endlich Ausgleichstage nehmen. Wie gefällt dir das? Wenn wir jetzt den Sub-Rekord brechen, dann gebe ich Timo 50 Euro. Also sein Geld zurück, was er mir schon in Subs gespendet hat. Ihr habt es jetzt in der Hand. Kriegt Timo 50 Euro, wenn wir den Sub-Rekord knacken. Da will er sein Geld wieder haben. Rocket, dankeschön. Dankeschön. Alter, als ob so viele Subs kommen dann direkt. Als ob ich einfach Timo wieder... Gönnt mir mein Geld wieder, was du hier reingespendet hast. Ich habe 50 Euro dabei, ich gebe dir die. Ich habe da meinen Rucksack stehen. Ich gebe dir die wirklich. Wenn wir Level 11 müssen wir kommen oder den Rekord knacken. Das heißt... Oh mein Gott! Jetzt reicht's, Mike! Rekord gebrochen, so eine Scheiße! So eine Scheiße! Das ist asozial! Du kannst dich doch nicht da so einmischen! Du kannst dich doch nicht da so einmischen! Mann, ey, wie viele Subs hat er denn gespendet, dass es so eskaliert ist jetzt, bitte? Manu, Alter, 20 Stück. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, das ist sehr lieb gewesen. Level 11, neuer Rekord, ich hol dir dein Geld. Aber warte, mein Reis brennt an. Ist nicht schlimm, meine Zwiebeln sind auch schon angebrannt. Warte, ich bin zu laut. Kam da diese Dezibel-Warnung? Zu lautes Umfeld. Zu lautes Umfeld, war es einfach geschrien. Oh Mann, ey, oh Mann. Vielen, vielen Dank, Mike. Ein bisschen Liebe für Mike in den Chat. Und jetzt bin ich gespannt, warte mal. So, den hier machen wir noch. Ich hole jetzt Geld, kein Stress. Ich hole jetzt Geld und dann, wenn ich Geld habe, dann können wir umschalten in die Regie, dann gebe ich es dir. Dann wissen die Leute auch, dass wir hier nicht labern, sondern dass ich jetzt mein privates Geld verschenke an dich und du das wieder dann investieren kannst in mich. Ich gebe dir das jetzt. Was machst du mit der Monopoly-Verpackung? Ich habe hier noch meinen, hier, schalt mal in die Regie. Fuffi. Für dich. Dankeschön. Gerne. Danke, Herr Waff. Gerne. Können wir das rausschneiden wegen Steuerrechts? Glaube ich, schwierig. Das war eine Schenkung übrigens, privat. Die hatte nichts mit irgendwelchen beruflichen Wetten zu tun, die wir abgeschlossen haben. Wir haben nicht beruflich gewettet. So, was passiert als nächstes? Ab Stufe 15. Ab Stufe 50 kriegt jeder hier 50 Euro. Aber dann wären wir auch Weltrekordhalter, glaube ich. Das würde nicht funktionieren. Leute, ich muss heute noch eine Autoreparatur bezahlen, bitte. Ab wann gibt es den zweiten 50er? Ja, Dustin legt fest, ab welchem. Nee, Dustin nicht. Das wäre blöd. Ab Stufe 11, 15%. Leute, haut rein! Was sagen wir wohl? Wir haben noch zwei Minuten. Stufe 12 kriegen Timo und ich jeweils 50 Euro. Nee, das ist ja blöd. Stufe 15. Stufe 15? Ja. Das ist eine Nummer jetzt. Boah, Stufe 15 ist schon wild, ja. Aber. Du hast ja nicht an den Freitagsstream geglaubt. Ich denke, der Freitagsstream ist besser als der Montagsstream. Maul, als ob! Ich bin ja einfach nur gerne hier, aber mach mal Stufe 15, ich habe eine Autoreparatur. Jetzt geht's los. Ja. Ich habe noch einen Fuffi dabei, danach habe ich kein Bargeld mehr. Ich fahre heute so in eine andere Stadt, Alter. Da muss ich nochmal Geld abheben gehen. Weiß ich nicht, wir machen nur Geldwetten. Auf einmal sind wir so, keine Ahnung, wie heißt du? Wer heißt du? Das im Orange oder was, Alter? So, das ist ja wirklich... Können wir hier so einen Slot-Automaten aufstellen? Ja, im Hintergrund einfach immer. Hat Marius nicht eingebaut für Knossi? Ah, den hat er mitgenommen. Dann hätten wir den Knossi-Automaten einfach hier reinstellen können. Nein! Oh, was? Freddy, was ist hier los? Die Leute müssen gucken mit der Schmach. Senpai, Thompson, dankeschön, aber trotzdem für die verschenkten Subs und viel, viel Liebe in den Chat. Dafür eine Minute noch. Ich glaube, ich bin hier. Ich habe eine sichere Wette auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen. Der Fuffi bleibt bei mir. Der kann heute dann schön in Frankfurt ausgegeben werden. Ich muss sagen, Louis, vielen Dank für den Sub natürlich. Den einen verschenkten Sub. Ich weiß,
Nicht, warum deine Nachricht gelöscht wurde. Also nicht unser Louis. Ach so. Mein Freund Louis. Mein Freund Louis. Nicht, den Louis, den du kennst, nicht, mit dem wir nicht essen Louis, waren. Nicht Louis, der hier ist, weil der ist nicht dein Freund. Nee. Aber mein Freund Louis. Es ist so weird. Oh, alle Leute, die hier arbeiten, gefühlt, haben gleiche Namen wie Freunde von mir. Echt? Freund von mir heißt Timo und Freund von mir heißt Louis. Ja. Du bist mein Freddy-Freund, okay? Oh. Oh Mann, oh. So, okay, also ich mache jetzt mal das eins der Eier. Ja, ja. Dustin kriegt heute kein Reparaturgeld. Kein Martin? Das ist ein schwieriges Thema mit Martin. Da will ich nicht weiter drauf eingehen. öffne nicht die Büchse der Pandora, Martin. Ja, die Kräuter riechen schon ein bisschen so, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Super solider Support. Super solider Support. Der Hype Train ist eingefahren. Oh mein Gott. Oh Gott, hat das noch gepasst in der letzten Sekunde? Nee, leider zu spät. Der Hype Train ist leider schon eingefahren, aber trotzdem gute Leistung. Ich bin stolz. Gute Leistung steht dann immer da. Gute Leistung. Nee, da stand gemacht. Super solider Support. Und super solider. Das ist übelst krank. Support. Das war einfach nee, es war super Satz. Solide, okay? Ja, okay, Entschuldigung. Level 15 wäre super krank. Stimmt, du bist ja jetzt sauer. Du findest jetzt nicht mehr nur noch toll, einfach im Stream zu sein. Dann wird mein Auto halt verschrottet. Eure Schuld. Wegen 50 Euro auch einfach. Komplett Eskalation. Shiri Riru, Dankeschön trotzdem für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank, Leute. Ein bisschen Liebe da lassen. Und Timo, es war ja eine Subbomb, ne? Ich schwöre, ich bin heute im Raumzeitkontinuum. Es ist wirklich heute, es macht mich wirklich auch ein bisschen fertig, bin ich ganz ehrlich, Leute. Da war Annika, die ist gerade ins Büro gekommen. Das heißt, die wird schon mal Testesserin. Timo, Martin, auf jeden Fall mit rein, weil der ist ja schon für mich. Punkt. Martin ist auch da, ja. Ja, ohne den Koch geht nichts am Freitag, sage ich euch. Ein bisschen Butter noch hier rein. Wie sieht dein Reis aus mittlerweile? Geil. Achso, du hast den in die Pfanne reingetan. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie dein weiterer Verlauf ist. Wie lange schätzt du denn noch, wie lange brauchst du? Ja, das geht jetzt gleich relativ zügig wohl. Weil ich kann dir jetzt ja auch sagen, was ich mache. Mhm. Also ich mache gebratenen Reis. Achso, du bist fast fertig. Folgendes, ich mache gebratenen Reis und dann mache ich da drauf panierte Zwiebelringe und panierter Käse. Mhm. So als kleine Extras, als Gimmicks, weißt du? Dass man so geilen Biss hat. Ich bin mir sehr sicher, dass es genau das ist, was hier gefordert wurde. Ich glaube, das Rezept panierter, gebratener Reis mit paniertem Käse und Zwiebelring ist exakt das Rezept, was auch Annika so rausgesucht hätte. Sehr beliebt auf chefkoch.de. Immer noch mal ein Rätsel für mich, warum die uns nicht sponsern, ne? So oft wie wir good Props an chefkoch.de geben. Also ich kann es mal hier offiziell sagen, weil ich weiß, dass Leute zugucken von Chefkoch. Weil ich weiß auch, dass ich in internen Chefkoch-Meetings, ja, ich habe Connections, ich kenne eure Präsentationen nicht wirklich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer noch das meistgeklickte Chefkoch-TikTok bin und deswegen immer auf den internen Chefkoch-Präsentationen in den Reportings immer angeführt werde als das erfolgreiche Beispiel für ein TikTok. Auf Folie 7 war ein Rechtschreibfehler, ne? Hast du gesehen? Bitte was? Bei der Präsentation. Was? Sponsert uns doch mal. Wir haben keine Präsentation von euch. Aber Folie 7 war wirklich scheiße. Also wer schreibt bitte Weltherrschaft mit D? Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ich habe einmal den Käse in diesen Topf mit dem Reis reingemacht. Risotto. Machen wir mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Das war ja soweit erlaubt. Dann werde ich mal hier ein bisschen shallow fryen. Entschuldigung. Das war nicht die Flasche. Ich habe nur eine Ausrede gesucht, dass es raus kann. Ich bin sehr allergisch gegen Reis. Das konnte ich einfach nicht mehr zurückhalten. Ich war so, meine körperlichen Funktionen, auch noch 4 Stunden Schlaf, sind wirklich eingeschränkt heute den Tag über. Ich kann nicht rülpsen. Oder hast du intensivere Blähungen als so manche andere? Nee, aber ich gorkse. Bitte, was macht so. Der? Macht da, was macht der? Der diffundiert das aus der Haut. Jetzt hör auf, die ganzen Wörter, die du aus der Chefkoch-Präsentation hast, hier zu benutzen im Stream. Ich habe immer nur so Aufstoßen und dann so Geräusche aus meinem Hals, die übel unangenehm klingen. Weißt? Die hast du aber manchmal auch, weil ich höre das immer, wenn ich deine Videos schneide. Ja, ich habe die auch mal. Das ist aber, wenn man älter wird, glaube ich. Du bist ja auch schon 35, da kann man ja auch langsam hat man so die...
die Sachen, ich bin schon froh, dass die ganzen Körperflüssigkeiten noch drin bleiben, aber beim Rest, muss ich sagen, wird es auch langsam komplexer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das falsche Rezept habe, weil ich glaube, auf Chefkoch dürfte so ein Bild nicht gezeigt werden. Rice? Surprise. Oh, schauen wir mal, die beiden Sachen haben wir hier. Weil ich glaube, ich hatte keine Zange gefunden auf die Schnelle gerade. Ich muss ja im Prinzip nur eine Portion fertig kriegen. Das heißt, ich nehme ein bisschen größere Ringe. Ich mache jetzt wirklich handpicked Zwiebelringe. Das wird richtig gut für die Leute werden. Richtig gut. Oh Gott. Hä? Ich glaube, meins wird gut für niemanden. Ja, aber was ist es denn jetzt? Du wolltest doch so Bällchen machen. Ja, ich mache die mach da draus jetzt so Bällchen, dann paniere ich die und... Aber ich glaube, das ist ein richtiger. Bist du sicher? Schon, ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Ich glaube, gefüllt wäre besser gewesen, als den Käse jetzt gerieben da rein zu tun. Ich glaube auch. Aber trotzdem wäre das ja ein Punkt. Wenn Bällchen das Richtige ist, dann solltest du auch einen Bällchenpunkt kriegen, sage ich. Es ist halt super heiß. Ich werde mir so meine Flossen verbrennen. Gesundheit. Pika Pika meine ich natürlich. Das Problem natürlich ist an frittierten Sachen und deswegen muss ich mich irgendwie ein bisschen an dir orientieren. Ist halt, frittierte Sachen werden immer wack nach so 2 Minuten schon. Mhm. Warum bist du so einen Sicherheitsschritt zurückgegangen gerade und hast das angeguckt? Als wäre das so, würde so explodieren und standst hier so, du hast so gemacht. So, ich dachte, irgendwas passiert jetzt. Aber ich habe dir auch gar nicht zugehört, was du gefragt hast davor. Wie lange du noch ungefähr brauchst, weil ich würde jetzt gerne frittieren, aber das wird wack, wenn es scheiße ist. So. Meinst du, diese Schüssel schmilzt, wenn ich da dieses heiße Käsezeug reintue? Probier mal. Ist ja ein Battle und wenn es nach Plastik schmeckt, ist dein Problem. Ja, ich bin wohl gleich auch fertig. Wenn ich das in Bällchen formen kann, dann... dann mache ich jetzt noch ein bisschen Käse rein. Ich kann den nicht komplett frittieren. Dann reibe ich mir den einfach hier rein. Achso, jetzt wird wieder eine Idee geklaut. Nee, ich muss jetzt einfach noch ein bisschen was benutzen. Ich muss Studentendinge tun. Wir waren ja ein innerliches Blumenpflücken am Freitagmorgen. So gehört sich das. In der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für dich brennen. Willst du den nächsten Fuffi? Jeden Freitag ein Fuffi für Timo. Sehr gut, okay. Dann weiß ich ganz viele Leute. Weiß ich die ganze Zeit schon, wer hier nächsten Freitag dann aussitzt. Annika morgens so, hi, ich würde heute auch dann mit den Stream schalten. So, und dann kommt direkt dann so Nina so noch dazu. Hallo, na, also braucht ihr noch Unterstützung beim Stream? Ich stehe hier dann immer freitags mit so Fuffis, so richtig unangenehm. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gegenrechnen, was ab Substufe 10 rumkommt, damit das nicht so ein Minusgeschäft wird. Unterhaltung ist nie ein Minusgeschäft, Freddy. Das stimmt. Ich finde das gut, dass du so Sätze vorbereitet hast heute für den ganzen Stream. So ein bisschen Schiss halt. Der ist noch nicht so da, wo ich gerne wäre. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Jury wird das verstehen, wenn ich jetzt frittiere, damit ich mein Gericht so anrichten kann. Und dass das dann so gut wird. Mhm. Aber ich habe letzte Woche auch gewonnen. Wäre jetzt nicht schlimm. Gegen Düs darf man mal verlieren. Freddy, bei vielleicht noch einem Fünfer? Bei einem Fünfer? Fünfer lässt sich drüber reden. Bei einem Fünfer? Was für eine scheiß Verhandlung. Okay, ich erhöhe auf 2. Oh Gott, Alter, ich habe da übelst viel Blübsch mitgezogen. Bar, warum ist das Ei so? Bar, bleib doch da, Ekel. Mhm. Also mein Reis auf jeden Fall auch Bombe, sage ich dir wohl. Ich habe Cheyenne in der Nase. Ich muss niesen. Cheyenne? Was? Ich fahre doch heute nach Frankfurt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter, mit dem Dab noch. Danke, Chat. Danke, Chat. Hallo, ich bin Düs. Ich schneide Videos manchmal. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Wie manchmal. Ansonsten ist immer Fiverr. Dann chill ich einfach nur hier und gucke ein paar YouTube-Videos. Gucke ich ein paar Max-Videos, die sind nämlich noch gut. Ja, toll. Welche Videos sind noch gut von welchen Influencern? Sag's ruhig. Ich würde sagen Henke, aber Henke, ja. Wo ist der USA-Vlog? Ja, ich freue mich schon auf das Kochbattle gegen Timo dann mal. Wenn du mal hier stehst, das wird schon schwierig, aber Annika ist vorher dran. Darauf haben wir uns geeinigt. Nächste Woche auch nicht, weil Rick kommt. Annika wird immer weiter nach hinten geschoben. Freddy, ja. Du hast keine Handschuhe an, kannst du mal diese Herdplatte für mich aktivieren? Danke. Du musst nur drücken. Ja, mit Handschuhen geht das nicht. Hä? Klar, nein. Drück mal hier oben drauf. Also ich habe doppellagig an, damit ich mir nicht doppellagig Handschuhe an, richtig weird. Ja, du packst ohne Handschuhe irgendwo rein. Der hat gestern zusammen sein Frittieröl getestet, indem er seinen Finger da reingehalten hat. Kannst du mir meinen Ärmel hochkrempeln? Das ist hier wirklich kein Duell mehr heute. Oh, guck mal,
keine Ahnung, ich bin weird bei Tattoos. Ich finde das immer cool und dann werde ich immer beeindruckt für so ein paar Minuten. Und dann kann ich nur komische Sachen sagen. Also im Prinzip ist immer Leute mit Tattoos, wenn ich mit denen rede, ist immer so, als wenn ich mit Larissa Ries reden würde. Dann kommt nur unangenehme Scheiße bei raus. Keine Ahnung. Und dann gehe ich immer so peinlich berührt und bin so, oh mein Gott, ey, du kommst durch dein Leben echt ganz gut. Aber es gibt so ein paar Leute, da funktioniert das einfach nicht. Jetzt kommen wir zum spannenden Part. Wie sieht's wohl bei dir aus? Die sind auch in der Pfanne schon. Die Dinger von Timo. Du hast, glaube ich, Butter im Auge. Direkt. Mano. Ich hatte so... Ich hab's, glaube ich, immer noch eine gute Idee. Das ist, glaube ich, immer noch eine gute Idee. Ich glaube, die Butter hätte ich halt nicht zum Braten nehmen sollen. Ich habe, glaube ich, noch nie Käse so wirklich, glaube ich, paniert und frittiert. Glaube ich zumindest. Let's try. Ich habe Angst, dass der Käse so explodiert. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit. Ich muss jetzt Klausur schreiben. Viel Spaß noch. Wir drücken dir die Daumen, Gerrit. Alles Gute. Wir drücken dir die Daumen, 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 Daumen. Das ganze Daumen. Team drückt dir die Daumen, dass du eine gute Klausur schreibst. Ich drücke dem nicht die Daumen. Außer Dustin. Ich weiß nämlich, dass es gut wird, weil Gerrit immer sehr fleißig lernt. Das stimmt. Gerrit ist wirklich sehr fleißig. Ich glaube, ich habe falsch gepokert. Weil ich bin jetzt wirklich in ein paar Minuten fertig, Dustin. Ich könnte jetzt schon anrichten. Ja. Das ist, glaube ich, blöd. Mal den hier. Meins wird auf jeden Fall nicht den Aussehenspunkt gewinnen. Nicht den Aussehenspunkt. Da werde ich jetzt nochmal reingehen, weil ich habe das Gefühl, du hast das richtige Rezept. Das heißt, ich brauche eigentlich den Aussehenspunkt. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen komplexer für mich heute. Ich schau mal kurz. Das ist Management. Das ist bestimmt spannend und wichtig. Hallo Johanna, ich bin im Livestream, nur damit du Bescheid weißt. Ja, dauert noch ein bisschen. Warum? Okay. Also, dass Leute einfach meine, also aus einem Video von mir einen Short machen können. Ob ich das sperren will, ja oder nein? Das möchte ich nicht sperren. Das ist ja nur positiv, wenn ein Short bei mir bei jemand anders abgeht. Und ansonsten claim ich das Video. Ja, Leute sollen meinen Content nutzen. Ist ja auch cool, wenn jemand Stream-Zusammenschnitt macht. Wir machen ja selber. Wir sind ja schneller. Ja, ja. Ja, ja, alles gut. Ja, super, ja, hat mich gefreut, ne? Ja, danke schön. Ne? Ja, tschüss wohl. Willst du noch Stream-Tschüss sagen? Ja, klar, du. Tschüss. Oh, wow, komisch, ne? Gut. Ja, das war wirklich komisch. Tschüss. Am Ende claimen die dich. Ja, wird höchstwahrscheinlich drauf hinauslaufen. Ist immer bei solchen neuen Systemänderungen Problem oder so. Und dann Leute, die es wieder ganz witzig finden, einfach so mehrere Arbeitsplätze zu gefährden. Aber ist halt auch Gag, ist halt Internet. Verstehe ich auch. Ich finde es auch teilweise lustig. Also ich wäre wohl fertig soweit. Ach wirklich? Okay. Ja, ich würde es jetzt auf einen anderen Teller legen und das ist dann mein Anrichten. Mach das wohl. Ich bin dann auch fertig. Darf man sich noch was zum Anrichten holen, was nichts mit dem Gericht zu tun hat? Ich lasse mal nur zwei in die Werden denn viele eingehen. Shorts geschaut von den Leuten? Bin eher PC-User und nutze daher YouTube eigentlich nie. Ja, also schon die Hälfte der Kanalviews sind schon ausschließlich Shorts, seitdem wir das machen. Ja, ich glaube, das unterschätzen auch viele. Also sind schon ein paar Millionen Klicks im Monat, aber wir machen halt Shorts selber. Also wir drehen eigene Video-Shorts sozusagen und nehmen das nicht aus bestehenden Videos. Also wir produzieren extra Content. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir sind auch ganz glücklich damit und wir können es halt direkt auf Instagram und TikTok auch teilen und auf Facebook auch inzwischen seit ein paar Monaten. Deswegen... Also ich kann das nur allen immer empfehlen. Viele sträuben sich, warum auch immer dagegen. Aber ich kann euch nur sagen, die Leute, die euch sagen, mach keine Shorts, werden nie eine Begründung dafür haben, weil falls ihr eine Karriere in dem Social-Media-Markt anstrebt, muss man sich auch manchmal anpassen. Aus einem Video mache ich jetzt gerade noch keinen Short, weil wir einfach die Kapazität nicht haben. Also wir haben niemanden, das müsste jemand tatsächlich machen in Vollzeit schon, weil wir so viele Videos machen. Wir haben jeden Tag auf dem Hauptkanal ein Video, also Video, Short, das heißt 7 Content Pieces. Auf dem Zweitkanal haben wir fast jeden Tag inzwischen nur noch Content Pieces, da kommen die Stream-Ausschnitte und ein Vlog. Aber aus den Stream-Ausschnitten zum Beispiel könnte man auch perfekt Shorts machen, da muss man sich aber alles nochmal angucken oder dabei sein und mitschreiben, damit man weiß, wann, wie, wo, was. Dementsprechend muss ich sagen, das ist halt einfach super aufwendig, da brauchst du halt einfach Zeit für. Das kannst du locker in Vollzeit machen, schon für die beiden Kanäle, wenn man aus den Videos noch lustige Szenen rausschneidet und dann nochmal aus den Streams, das ist eine, da arbeitest du 40 Stunden die Woche problemlos, wenn es gut wird tatsächlich oder wenn es gut werden soll.
Dafür suchen wir dann noch jemanden und Shorts aus dem Podcast macht Timo gerade und das soll alles so umgebaut werden, weil ich würde gerne Leute ausbilden. Im Zweifelsfall holen wir uns noch jemanden auf Teilzeit im Schnitt dazu oder extern oder so und geben das dann auch in Zukunft ab, weil Timo würde ich gerne mit ein bisschen mehr produzieren lassen als Kameramann neben Luz. Jetzt hat YouTube ja seit gestern den Move gemacht, dass und deswegen höchstwahrscheinlich auch die Frage, dass Shorts monetarisiert werden können. Das heißt, es gibt jetzt auch Geld dafür, dass man Shorts postet. Davor gab es nämlich nur einen Topf, in den man reingeworfen werden konnte, wenn man genügend Views hat. Da war ich auch genau dreimal drin und ich habe jedes Mal ganz am unteren Ende gesessen und hat $200, $250 und nochmal $200 bekommen. Also $600 insgesamt. Alleine das, was wir an Essen bezahlt haben, also an Lebensmittelkosten oder bestelltem Essen, ist weit darüber gewesen. Also ich sag mal, Shorts machen wir seit letztem Jahr März und das war bis hierhin einfach nur ein Investment und hat mir wirklich absolut gar kein Geld eingespielt. Bei TikTok habe ich keine Monetarisierung an, weil ich TikTok nicht meine Bankdaten geben möchte. Da habe ich eine relativ, vielleicht bin ich mit der Meinung alleine. Ich nutze es zwar, aber ich will da kein Geld verdienen, weil das, keine Ahnung, TikTok halt, ne? Vielleicht verstehen das ein paar. Das ist dann nur so ein Thema, dass man da auch ist, weil ich habe den Content eh rumliegen. Wäre blöd, wenn ich den nicht auf TikTok benutze. Wisst ihr, was ich meine? Super aktuelle Plattform. Hat auch gut funktioniert. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 350.000 Follower auf TikTok gemacht. Da sind andere, eskalieren dann natürlich viel mehr. Aber dafür, dass wir nur Content von dem YouTube-Kanal eigentlich recyceln auf TikTok, ist einfach mal so 300.000 Follower auf irgendeiner neuen Plattform mitnehmen, echt nicht schlecht. Also mein Bruder hat dich durch TikTok kennengelernt. Es gibt ganz viele, die tatsächlich dann auch über TikTok da rumgekommen sind oder dann mich wiederentdeckt haben und nicht wussten, dass ich koche inzwischen und das aber übel cool fanden. Vielleicht sind ja Leute hier dabei, die über TikTok wieder in den Kanal gespült worden sind. Kann ja auch sein. Vielleicht hat jemand die magische Reise von heute zeige ich euch, wie man... Und dann, hallo. Weiß ich nicht. Hauptsächlich Shorts oder einfach Ausschnitte aus Streams und Videos? Wir machen hauptsächlich eigenproduzierte Videos im vertikalen Format. Wir recyceln nur aus dem Podcast, machen wir Shorts. Ansonsten aus keinen Videos. Das ist nur was tatsächlich aussteht. Crazy. Ja. Mhm. Also das überzeugt halt über den Geschmack. Der ist optisch auf jeden Fall ein Thema. Dann würde ich mal sagen, wer ist denn da als Jury? Seid ihr nur ihr drei, ne? Also nehmen wir euch drei als Juryentscheid, oder? Martin, bitte einmal in die Küche kommen, bitte in die Küche, Martin, bitte. Der guckt halt wirklich immer zu, ne? Ja. Das ist halt echt so ein Ding. Ein Bildschirm ist der Stream, in der Mitte E-Mails, anderer Bildschirm Call of Duty. Und hört schon so leicht klackern, wenn Martin ins Büro kommt von den Joysticks. Ich glaube, das rumgegebene Mikrofon ist immer ein großer Kritikpunkt von vielen. Wir haben eigentlich auch so ein Handmikro, aber ich glaube, dadurch, dass es ein Sennheiser-Empfänger ist, ja, haben wir eine Verzögerung drin. Aber wir können es mal probieren. Aber ich will jetzt mal an der Stelle eine Frage stellen. Was macht man mit diesen Dingern? Das Problem ist, ich habe das Gefühl, sobald ich die noch einmal berühre, fallen die komplett in ihre Einzelteile zusammen. Deswegen war ich ganz froh, dass ich die irgendwie hinstellen konnte und so diese abgebrochenen Stücke auch wieder dahin gelegt habe, wo sie herkommen. Wir haben jetzt erstmal die zwei Kreationen. Also Martin weiß nicht, von wem was das. Wir dürfen es nicht sagen. Ich kann mir das eigentlich schon denken. Echt? Wir können ja schon mal zwei Punkte abgrasen, von der Optik zumindest. Ah? Okay. Also, seid ihr bereit? Erstmal für den Wer es richtig gemacht hat? Ja, erstmal Rezeptpunkt. Also, was war es denn? Es waren vegetarische Frikadellen und Dustin hat es richtig gemacht. Komplett richtig gemacht. Ich habe das Rezept nicht durchgelesen, aber es sieht aus wie auf dem Bild. Scheiße. Das? Okay. Okay, das heißt, es ist so, wie ich es eingeschätzt habe. Es macht Sinn, dass Dustin den Rezeptpunkt hat. Jetzt gehen wir in den optischen Punkt über. Da wenn man natürlich das Rezept berücksichtigt. Wenn man das Rezept berücksichtigt, ja. Sollen wir noch weiterreden? Nein, ja, soll ich mal einfach mal anfangen? Ja, bitte. Ja, mein Punkt geht zu dir, es sieht viel besser aus. Ja, also letztes Mal hast du dich noch so verwundert umgeschaut, wo ich gesagt habe, nach meiner harten Kritik ist Nina verschwunden. Jetzt ist Nina und Luna Peruna verschwunden. Keiner ist mehr da. Ja, Luna macht auch Sinn. Nina so ist auch krank. Also, ich muss ja einfach was Positives sagen. Das ist ein wunderschöner Teller. Der ist aber leider nicht warm. Und ja, oh Mann.
Ja, ist ein schöner Teller und ja, es sieht ja anscheinend aus wie auf dem Foto. Hast du das aus Chefkoch, das Rezept? Ja. Warum sponsern die uns nicht? Und eindeutig hier der Punkt bei der Schale. Du hast ja auch gespoilert, das rechts von das. Ja, das ist jetzt egal. Oh, sorry. Das ist natürlich dann wieder der Geldpunkt. Na klar, den du bekommst. Das ist der Geldpunkt, ja. Nina, Sprachnachricht in dieser Sekunde. Ich weiß aber nicht, ob Nina lurkt oder mich einfach nur updatet über den Arzttermin. Ich glaube, zweiteres, deswegen spiele ich es mal nicht ab. Ich mach's kurz, ich würde auch Freddy den Punkt geben, weil es halt, die Petersilie reißt es halt raus. Hättest du da jetzt noch so einen Strunk reingesteckt, dann hättest du gewonnen. Es ist wirklich echt... War dein Gehalt auch pünktlich da? Der hat eben 50 Euro bekommen. Was? Ja, der sitzt auch bald hier und fängt an zu schneiden. Ich möchte mal ganz kurz betonen, dass dieser Rezeptpunkt wirklich einfach gefühlt einfacher zu getten ist, als drei Leute zu überzeugen, was besser aussieht. Oder zwei Leute Minimum. Naja, aber man muss ja zwei Stunden zubereiten und vielleicht... Ja, okay. Warum? Ich finde, also ich gucke immer nach Rezepten, wo nicht direkt auffällt, was es ist. Und ich finde, das ist schon impressive, wenn man das richtige Rezept macht. Das stimmt, ja. Habe ich, glaube ich, noch keinmal geschafft. Ich bin halt ein Brain und habe nicht einfach alles irgendwie geraspelt und ineinander geworfen. So. Aber. Okay. Ja, dann taste it wohl, würde ich wohl sagen, ne? Jetzt bin ich gespannt. Lecker, lecker. Lass euch erstmal vorstellen. Ich werde mir jetzt noch mal kurz einen Löffel nehmen. Ich bin jetzt einfach mit dem Mikro von denen weggegangen, aber die werden eh nur schmatzen. Ich werde mir hier noch mal ein bisschen was von meinem Reis reinschieben, weil der wirklich major lecker ist. Boah. Boah, es ist einfach. Das meinte ich jetzt mit dem frittiert, ist jetzt blöd, wenn das ein bisschen steht. Aber ich hoffe, die Juroren haben Nachsicht. Mmh. Löffel mit allem. Ich muss gleich das Schuppen mit drauf haben. Ultra laut. Okay. Okay, let's go. Stopp, Danger. Jetzt habe ich natürlich den Meister der Zwiebelringe gefühlt hier. Der guckt schon grinsend auf die Zwiebelringe. Aber ich muss sagen, dadurch, dass... Ich glaube, ich habe einen Reisvorteil einfach nur. Ich sage das jetzt vorher, bevor irgendjemand bewertet. Ich habe halt die Butter nehmen können, um das in meine Reispfanne zu kloppen und nicht darin frittiert. Und das ist natürlich jetzt ultra creamy. Also ich finde die übel geil. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt auch verliere. Aber ich finde es so lecker, mein Reis. Ich habe da einfach Freude dran. Okay. Ich finde es super schwer diesmal. Ja, ich habe bei das ja noch gar nicht probiert. Ich bin total gespannt. Lecker. Ich habe bei dir schon probiert. Ah, dann nehme ich mir wohl auch meinen kleinen Probierlöffel. Ich liebe, dass das einfach nochmal der gleiche Teller da liegt. Mit den gleichen Sachen. Ist sehr lecker. Finde ich. Fehlt halt in dem Rezept noch irgendwie ein Dip oder so. Mhm. Sehr lecker. Würde ich nur eine Sache machen, bevor die anfangen. Ich hätte nur einen Ticken mehr gesalzen. Glaube ich, weil der Käse so viel rausgezogen hat. Aber ansonsten finde ich es übel lecker. Martin, möchtest du anfangen? Sehr gerne. Also, das ist mal wieder viel raffinierter gekocht. Und du hast diese ganzen Geschmäcker so einzeln auch und das mit den also frittierten Sachen total geil. Also holt man mich total mit ab. Die Zwiebeln nochmal extra ne, paniert und so. Sehr, sehr gut. Auch wenn man alles zusammen isst, hat man einen geilen Grundgeschmack. Ich habe das extra auch mal zusammen gegessen, weil da ist ja alles zusammen in der Pfanne frittiert worden. Hat auch einen sehr, sehr guten Geschmack, also sehr aromatisch. Bin ich auch bei dir, da fehlt ein Dip. Aber also safe, ne? Also das ist beides auf einem sehr, sehr hohen Niveau, so geschmacklich. Wie er dabei so leicht lacht auch, merkt man das, wie er so die Stimme nicht anfängt zu zittern, weil er weiß, so die anderen Kochkollegen gucken zu und dann so, sehr hohes Niveau. Ja. Ja, also und auch nochmal danke für das Gehalt, Chef, aber das... Welches? Fantastisch. Ja, yeah, kann ich verstehen. Hm? Echt? Okay. Ja. Nach gestern echt überrascht. Das war wirklich dieser Brokkoli gestern, aber Video werdet ihr sehen. Ich bin da bei vielen Sachen auf jeden Fall bei dir, aber ich habe mich tendenziell mehr für Freddys Gericht entschieden. Oh, jetzt wird's richtig spannend beim letzten. Der fängt Fuffi, nur an, Junge. Der hat schon einen Fuffi bekommen und hat schon vorher gesagt. Ich fand's irgendwie, also ich finde so der Grundgeschmack ist bei beiden super ähnlich, aber bei dir fand ich es dann einfach irgendwie geiler, dass der Käse, wenn man ihn nochmal selber frittiert als einzelnes Stück, so mit dem Reis und dem Zwiebelring zusammengegessen hat, irgendwie hatten die dann nochmal einzeln mehr Geschmack
Und keine Ahnung, ich finde, wenn man sich das so selber portionieren kann, übel geil. Deswegen fand ich es ein Ticken leckerer. Boah, jetzt ist 1-1 bei dem Taste. Das heißt, es kommt jetzt auf Timos Stimme an, wie er sich final entscheiden wird, welches Gericht ihm besser geschmeckt hat und wer heute der Gewinner dieser Sendung ist. Kann ich einen 2er-Win-Streak machen mit Double XP-Wochenende? Du musst bedenken, mein Gericht ist entstanden, während ich euch noch beigebracht habe, wie Sojasauce entsteht zum Beispiel. Es ist ein Abfallprodukt, Satz zu Ende. Ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig zu entscheiden. Ich glaube, ich würde es aus dem Bauch rausmachen und würde auch mit Freddy mitgehen, tatsächlich. Ja! Zweimal! Nie wieder wird meine Winstreak so groß sein. Zweimal! Sehr fairer Wettkampf. Zweimal! Ja! Aber ich würde deins trotzdem aufessen, wenn das okay ist. Nö, das esse ich jetzt. Das war so ein Faktor, ne? Wenn ich jetzt sage, boah, was will ich jetzt als nächstes essen? Also von das sind so eine vegane Frikadelle und das aus meinem Mund, ja. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Daran liegt's auch. Wir kommen immer freitags rein und dann sind diese Bewertungen tatsächlich immer auf leeren Magen. Naja, 2er-Win-Streak, so wie es sich gehört. Wir machen es kurz und wir machen es sehr schmerzlos. Das ist keiner da zum Ausmachen. Ja, ist nicht schlimm. Ihr könnt auch stehen bleiben, dann laufe ich dahin. Aber der Stream, der ist vorbei. Das ist aber nicht schlimm. Like unseren Scheiß. Und lasst uns ab und da. Ja. Schaut mehr Streams. Ja. Und auch die Podcasts und Shorts und Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss. Danke fürs Zugucken. Schaut mal auf den Streamplan, der heute auf Instagram gepostet wird, wie die Streams nächste Woche sind. Darüber müssen wir uns jetzt intensiv unterhalten, weil wir sind nämlich bei Sally. Das heißt, vielleicht gibt es was von Sally, vielleicht auch mit Sally und vielleicht mit noch geheimen Gästen. Ich sag tschüss. Ciao. Tschö.